Klar. Wir haben 9:21 Uhr. Wir sind um 7 Uhr aufgestanden. Zum Arbeitsamt, um so einen Antrag ausfüllen Was zu machst du lassen. da? Ich mache ein Video, weil ich Langeweile habe, Nico. Ich muss die Nachwelt darüber aufklären, wie ich gestorben bin. An Langeweile. Ja, dann waren wir eben am Arbeitsamt. Und ja. Cool, ich habe nur einen halben Antrag gehabt, weil mein Vater mir nur einen halben geschickt hat. Das ist quasi so, wenn du zum McDonald's gehst und so ein halbes 1-Euro-Stück hast und einen Cheeseburger willst, weißt du. Und dann gehen wir nach Hause, können nicht mehr pennen und haben Langeweile. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, deswegen mache ich jetzt dieses Video. Es mag extrem sinnlos erscheinen, aber teilweise. Nein, das macht überhaupt keinen Spaß. Und weißt du, da hinten ist so ein Typ, der lacht die ganze Zeit behindert. Guck, da ist er. Ja. Ey, Nico, ich habe kein Programm, womit ich das zensieren kann, ne? Ich mach das Video jetzt nicht nochmal neu. Da müssen die Kleinkinder dann leben, dass es ein Mittelfinger-Video ist. Also auf jeden Fall. Gestern Nacht hatten wir auch extreme Langeweile. Da haben wir uns ein Bad aus dem Teller gemacht. Ja. War echt ziemlich geil aus, so, ne? Sieht zwar aus wie der übelste Ausländer, so, wie so voll der Grieche einfach. Aber ja, da hab ich seit gestern kein Septum mehr, weil Nikos kleiner Scheißbruder mir einfach eine Flasche drauf gehauen hat, als ich gedehnt habe. Ja, jetzt ist das gezündet und hat geblutet, aber ohne sieht eigentlich besser aus. Meiner Freundin gefällt's, also läuft es, also. Keine Ahnung, was ich machen soll jetzt. Guck mal, eine Kippe bitte. Kippe, Kippe. Seht ihr, jetzt will er noch rauchen und der ist noch nicht mal 18, ne? Also ich darf es jetzt gar nicht gleich auf YouTube hochladen, weil überlegt mal, wenn die Bullen mich ficken, ne? Das Ordnungsamt ist auf YouTube, so Ordnungsamt Köln, Kanal oder so ein Scheiß. Da filmen die immer so, wie die so Jugendliche ficken. Krass, das ist ja voller Stein, Teil. Ja. Ziemlich sinnlos, dass ich das filme alles, aber ich dachte mir mal so, ey, ich kann mal auf Optionen klicken. Was gibt's denn? Hm, Schwachsinn, Schwachsinn, Nein, das Feuerzeug ist zu weit weg. Schwachsinn. Glitten, meinst du, hab ich hier nicht rüber? Dann später muss ich noch zwei alte Klassenkameradinnen zum Outlet bringen, die wollen sich Red Bumps kaufen. So, Peter, weißt du, so verhindert. Und ja, was soll man machen? Ich keinen Plan so. Ich kann euch ja meinen schnieken Express-Schlagzeilen zeigen. Ich jeden Tag zugeschickt. Nicht, dass man jetzt falsch denkt, was die von heute, ne? Hier, gefährlicher Pilz, 500 Bäume müssen gefällt werden. Das ist schon krasse Scheiße. Haben wir noch hier. Ey, flachsen du da so? Jetzt ist hier kein Auto. So. Ja, Missbrauch im Feriencamp. Ja, meine Kinder brechen ja Schweigen. Ich war auch mal im Feriencamp. Da habe ich mir ein Flirt in die Muschi gesteckt. Nein, Quatsch, das war mir kein Fall. Nico guckt mich schon ganz schräg an, weil er glaubt, ich drehe echt am Rad, so wie gestern, wo ich fast ausgerastet bin vor Langeweile. Ich bin so ein Mensch, muss eigentlich immer irgendwas machen. Und das ganze Wochenende schon nur gechillt habe. Boah, ich habe voll die Augenringe, fällt mir gerade auf. Dann reden wir mal vorne noch. Hier, Love Parade, ne? Von Dr. Motte. Love Parade Gründer, Veranstalter sind schuld, Mann. Hallo, die Veranstalter. Ich meine, man kann nicht 1,4 Millionen Menschen, wie viel das waren, durch den Tunnel schleusen. Ist ja klar, dass es 30, 40, 50, vielleicht sogar 100 Tote gibt, ne? Das sind aber nur 19. Ja, die reden von 19, jetzt sind bestimmt 200, Mann. Vielleicht auch 300. Ja. Da war auch ein kleiner Affe auf der Love Parade. Der hat getanzt zur Musik. Der ist auch im Tunnel gestorben. Das finde ich jetzt nicht so cool. Aber ich muss sagen, die Veranstalter sind schuld. Können deine Menschen auch in deinem Tunnel sterben? Nein, Mensch, könnte nicht in meinem Tunnel sterben, Nico. Oh, ja. Lieblingsschlagzeilen zum Schluss, aber erstmal
Schnäppchenjagd. Warum wir immer zu viel kaufen. Ich kaufe nicht zu viel, ich gebe einfach nur zu viel aus. Das ist der vollkommene Unterschied. Ich glaube, ich werde Reporter. Oder ich schreibe euch eine Biografie. So ein schönes Buch über mich. Vielleicht verdiene ich damit ja voll viel ertragreich. Kann ich mir eine Villa bauen, die aussieht wie ein riesiger Campingwagen, links da. Mach einen auf New Kids oder so. So, jetzt kommt meine Lieblingsschlagzeile. Mordversuch. Sohn 15, Ruf auf Feuer. Ey, das ist dann ultra geil, ne? Ja. Aber ich frage mich immer bei dieser Schlagzeile, warum steht da nicht, wie alt die Bube ist? Das war bestimmt so eine Oma. So 80, 90. Vielleicht auch 70, man weiß ja nicht. Ne? Steht ja nicht, wie alt die ist. Was waren 12-Jährige? Ich meine, Kinderprostitution ist heute auch Alltag geworden. So. Schon traurig irgendwie, aber. Ja. Wenn ich heute nichts zu tun habe, schmier ich mal mit der Fresse mit Nutella hin, aber diesmal komplett. Und ja. Dann gehen wir heute auf den Geburtstag von Nikos Oma. Party machen so. Vielleicht hat er ja größere Tunnel als ich, ich weiß ja nicht. Ne? Nico meinte 80er, aber. Gigi. Ja, genau, Mann. Die vom Frauentausch, Gigi ist die coolste aus Berlin. Die E-Mail-Adresse von der. Nee, aber. Hat immer noch keine E-Mail geschrieben. Ich bin zu faul für eine E-Mail zu schreiben. Mein Papa habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, weil ich einen Antrag brauche, aber. Keine Ahnung. Aber ich glaube gerade, als ich das angucke, denke ich, habe mir vorher einen Ratz, so was labert der, voll der Spasti. Ja, das stimmt. Und irgendwie ist es kalt, langweilig, alle noch im Schlafen, Emilia auch. Ich schläft sowieso immer bis 5 Uhr. Nee, eigentlich schlafe ich immer länger. Wir dürfen rauchen, nur nicht Kaspar, der Asthma. Haha. Sie ist aus Albina, ich rauche. Aber jetzt guckst du das Video an. Ha. Cool. Siehst du Albina, ich rauche auch. Guck, Albina. Nico raucht auch. Bei Nico sieht das Ganze ein bisschen scheiße aus. Halt auch nicht so professionell wie ich. Aber hä? Ja, halt den Mund. Halt du den Mund, das ist mein Video. Auf jeden Fall, ich wohne jetzt 3 Wochen hier bei Nico in der Hut. Hier so im Ghetto, ne? Köln-Chorweiler. Ghetto Nielmann. Ja, Niel. Nielmann. Niel-Chorweiler, alles dasselbe, so. Ich meine, hallo. Wir sind eh die asozialsten hier. Ja, bei Öffentlich Romerskirche gibt es ja keine Stadtteile. Ja, doch. Panikum, Eckum, Sinnstädten. Ach, die Dörfchen, ey. Ja, Mann, Bauernkrieg, Alter. Ja, wie ein Computer wie mit Windows 98, habt ihr da ja nicht. Außer dein Vater, das ist die Oberbonze. Ah, das ist ein kleiner Spasti. Wow, wenn dein Vater das Video sieht. Die Freundin von meinem Vater hat meinen Kanal abonniert, die wird's sehen. Ah, mein Papa ist reich. Wir haben eine Villa, ein Plasmafernseher, der so groß ist wie eine ganze Wand. Ja, die andere Wand haben wir nur eine Glasscheibe in den Garten. Der da riesig ist, das ist ein riesiger Pool, ein Jacuzzi, ein Affengehege.